Die Manschettenstärke könnt ihr hier einstellen, zum Beispiel. Jetzt ändern wir die Form auf Streifen. Auch hier ist der Streifen. Wir haben auch die Möglichkeit, Bohrungen hinzuzufügen. Machen wir mal zwei Stück. Die Bohrungen können per Griff einfach versetzt werden. Und auch der Durchmesser kann geändert werden. Jetzt noch die Breite einstellen und schon ist das Ganze fertig. Je nachdem, also ich mache mal hier noch saubere Zahlen draus und schon funktioniert das Ganze. Und gebe einfach mal hier ein Rechteckloch ein und das Ganze kann ich jetzt hier auch breiter ziehen. Ich kann das Ganze an den Rand beziehen. Dazu schauen wir uns das Ganze mal hier links unten an. Wir zoomen mal daran, auch hier. Also jetzt haben wir hier den Eckausschnitt und jetzt machen wir eine Eckschräge draus. Wir machen jetzt hier 0, 0 draus. Jetzt geht es um die Elastomerlager. Die könnt ihr euch auf der Homepage herunterladen. Einfach auf www.subgra.de, also auf Subgrade gehen. Und dort könnt ihr jetzt gleich in den jetzt Download-Bereich gehen oder unter Subparts Elastomerlager euch erstmal die nötigen Informationen holen und dann auf die Download-Seite. Beides ist natürlich möglich und dort findet ihr die Elastomerlager unter Supports Montageteile, Elastomerlager und hier die Version herunterladen. Einmal kurz eure Daten angeben und schon könnt ihr das Ganze herunterladen. Diese Daten benötige ich übrigens, damit das Ganze wie immer kostenfrei bleibt, denn diese Daten werden an den Herstellern übergeben, damit die auch wissen, hey, das Teil ist im Einsatz, das finanzieren wir weiter. Also immer schön auch hier ehrlich sein. So, und jetzt können wir natürlich alles herunterladen, was wir wollen. Hier einmal der Klick und hier wurde das Ganze heruntergeladen. Ich öffne mal den Ordner, habe hier das Elastomerlager. Und kann das Ganze per Drag and Drop jetzt in mein Allplan ziehen. Da ich es schon einmal installiert habe, muss ich hier jetzt die Bilder überspeichern und sage, okay, ansonsten ist das nicht nötig. Und ich breche das jetzt kurz einmal ab, damit ihr auch findet, wo ihr die Elastomerlager einsetzen könnt. Also Büro, Subport, einmal scrollen, bis ihr das Logo von Kallenberg findet, denn die haben die Premium-Partnerschaft erworben. So, jetzt schließe ich das Ganze hier mal, lösche das eine hier raus, gehe hier in die 3D-Darstellung, in die Animation und hier im Grundriss, hier auf das ELA2, hier ein Stück verlegt, hier wird dann immer der Typ angelegt mit drei Antworten, Bezeichnung und Montageteil ID, in diesem Fall Elastomer oder ELA2. Ich reaktiviere mit einem Doppelklick und habe jetzt die Möglichkeit, das Elastomerlager zu verändern. Hier oben finde ich wie immer die Versionsnummer und hier ist alles Nötige auf der ersten Seite, was ihr benötigt, um ein richtiges Elastomerlager zu erzeugen. Alle weiteren Einstellungen, wie zum Beispiel Kosmetik oder so, findet ihr unter Einstellungen. Aber wir gehen jetzt hier auf Upgrade und hier ist etwas neu, hier weitere Subparts. Das kennt ihr vielleicht noch, das wurde jetzt kurz der Button abgeändert und dort könnt ihr dann sofort nachschauen, ob ihr noch die aktuelle Version besitzt. Mit Datum oder Versionsnummer oder auch nicht. Und dann gibt es noch einen Button, der temporär erscheint. Das ist ein ganz neues Ding, nämlich das Event All-in-One. Hier einmal klicken und ihr könnt euch hier die Informationen holen. Hier werden Kallenberg, Max Frank, Betomax und meine Wenigkeit auftreten. Zusammen ist es eine Veranstaltung, die geplant wurde mit der CS Concept und Subgrade. Und da könnt ihr euch anmelden. Mehr Infos dazu wird es noch geben, aber genau wenn ihr mit den direkten Kontakt der Hersteller gehen wollt und mit mir, dann finden wir uns am Freitag, den 5.7. im Nemetschek Haus in München. Und alles ist kostenfrei und für das leibliche Wohl ist auch noch gesorgt. Also so viel dazu im Voraus. Hier die Sektion der Premium-Partnerschaft. Hier der erste Klick führt auf die Homepage von Subgrade. Ich raste das Ganze mal in den Vordergrund ein und der zweite Klick führt auf die Homepage von Kallenberg, der dritte Klick auf das
Handbuch. Wir sehen hier Kompaktlager S70 wie hier. Wir ändern das in CR2000 zum Beispiel ab und klicken hier und kommen hier auch auf das richtige Handbuch. Wenn wir den Support anfordern wollen, dann klicken wir hier drauf und haben hier gleich die Möglichkeit, entweder online zu telefonieren oder eine E-Mail zu versenden. Der letzte Button führt auf die Zulassung des Produktes, wenn eine Zulassung vorhanden ist. Ansonsten steht darunter auf Zulassung wartend. Aber auch hier ist die Zulassung immer auf das momentane Objekt ausgerichtet. In dem Fall CR2000. Ja, das waren die Link-Buttons. Die schließe ich jetzt einfach wieder. Hier haben wir wieder den Kurztextbereich, der dürfte unverändert sein zu allen anderen Subparts, aber im Langtextbereich hat sich eine Kleinigkeit verändert. Da ist noch eine weitere Zeile hinzugekommen, die Antwortmöglichkeit 3, falls ihr mit den Attributen selber hantieren wollt. Dort werden die ganzen Löcher mit angegeben in Stückzahl, aber die Löcherdaten vom Einbarteil werden dann auf dem zweiten Reiter hier verteilt, falls wir welche haben. Zeige ich dann aber noch. Und hier in dem Bereich steht jetzt nicht EBT und PLH, sondern MOT und PLH. MOT steht für Montageteil. Das heißt, das ist ein Montageteil, das wird nicht einbetoniert, sondern wird dann zum Beispiel auf eine Konsole aufgelegt und wird dann auf die Baustelle geliefert und nicht ins Fertigteilwerk. Das ist der Unterschied. So, jetzt haben wir hier die Kategorien, die wir auswählen können zwischen unbewährte Lager, bewährte Lager und Gleitlager. Beim Typen können wir dann jeweils wechseln, je nachdem, was vorher in der Kategorie ausgewählt wurde. Und in der Form können wir zwischen rechteckig, Streifen und rund meist entscheiden. In dem Fall switche ich jetzt einfach mal bei rund und zeige euch, wie wir das Ganze einstellen können. Ich zoome ein bisschen auf das Einbauteil hin oder Montageteil hin, auch hier im Darstellungs- und Vorschaubereich der Animation und habe jetzt hier natürlich die Möglichkeit, die Dicke einzustellen des Elastomerlagers. Hier haben wir zum Beispiel den Auswahlbereich zwischen 10 und 30. Ändern wir das Kompaktlager, wird das natürlich abgeändert. Hier haben wir jetzt die Auswahlmöglichkeit zwischen 11 und 21, je nach Vorgabe des Herstellers. Und natürlich ändert sich auch hier alles gleich mit. Also noch ein letztes Mal für S70, 15 cm und jetzt schauen wir noch rechts in der Animation und jetzt haben wir die 20. Den Durchmesser können wir natürlich auch verändern. Gehen wir mal herunter auf 200 oder wir erhöhen auf 500 und dann wird das Ganze schön rund ausgelegt. Das Level of Geometry könnt ihr auch ändern. Das ist jetzt gleich hier auf der Seite mit drangefügt, sobald ihr die Form rund wählt. Und wir könnten jetzt das Level erhöhen und dann wird es alles runder, aber auch performancelastiger. Ich könnte auch das Ganze auf 12 Ecken pro Rundung ziehen. Machen wir mal 24. Ja, und wenn ich eine Manschette brauche, dann kann ich zum Beispiel wählen auf Ortbeton. Dann seht ihr hier eine grau-weiße Umrandung. Wenn wir das Ganze schließen würden, dann schaut das Ganze jetzt so aus. Ich reaktiviere das Ganze. Jetzt ist das Material auch hier Polysterol. Hier wird es angegeben. Wechsle ich aber auf F90, wird Siflamon hier angegeben. Und hier im Langtext wird Brandschutzmanschette und OBN ausgewählt. Ja, hier ist auch dann gelb vorhanden und sobald F90 im Spiel ist, wird hier das Material abgeändert. Die Manschettenstärke könnt ihr hier einstellen, zum Beispiel 40, aber per Tooltip und Mouse Over seht ihr, der Standard ist auf 30 mm, was wahrscheinlich in den meisten Fällen der Welt oder in den meisten Projekten einfach bei 30 bleiben wird. Aber ihr könntet es ändern, wenn es sein müsste. Es gibt nichts, was es nicht gibt. So viel dazu. Jetzt ändern wir die Form auf Streifen. Auch hier ist der Streifen, die Manschette, auf 30 angelegt. Und die Manschette ist in dem Fall im Streifen links und rechts davon. Wir können natürlich die Breite B jetzt einfach mal erhöhen auf 500 und dann seht ihr, so wird das Ganze dann aussehen. Wir reaktivieren das Ganze wieder und können jetzt auch noch auf rechteckig gehen. Jetzt wird es aber etwas härter, sage ich jetzt mal, denn wir können jetzt nicht nur die Dicke und Länge
und Höhe des Lagers angeben, sondern wir können auch noch die Länge und Breite der Manschette angeben plus den Versatz hier. Der Versatz wird hier im unteren Bereich ausgewählt, zum Beispiel wenn jetzt 0,0 wäre, ist es genau ausgemittelt. Ich mache mal die Manschettenlänge etwas höher, 800. Und ihr seht, wie sich das gleich abändert. Und jetzt könnte ich auch noch sagen, jetzt möchte ich noch eine Verschiebung drin haben von, sagen wir mal, 25 mm nach oben. Und auch hier wurde das Ganze verschoben. Wir haben auch die Möglichkeit, Bohrungen hinzuzufügen. Machen wir mal zwei Stück. Die Bohrungen können per Griff einfach versetzt werden. Und auch der Durchmesser kann geändert werden. Ebenso die Position. Und ob das Ganze dann später im Gleitlager erscheinen soll oder wirklich im Lager. Ich habe die Funktion aktiv gelassen im hier Gleitlager oder nicht, denn falls man switcht, dann sollte das Ganze einfach möglich sein. Wir haben noch die Möglichkeit, Langlöcher hinzuzufügen, die werden aber meistens im Gleitlager erstellt. Ich mache mal eines hinzu und habe hier auch die Möglichkeit wieder das Ganze zu erstellen mit Griffen und so. Ich sehe es jetzt leider nicht, deswegen resette ich mit diesem Button einfach mein Langloch. Und ach ja, klar, ich sehe es nicht, weil hier Gleitlager aktiv ist und kann jetzt hier aber das Langloch zum Beispiel hier verschieben. Jetzt noch die Breite einstellen und schon ist das Ganze fertig. Je nachdem, also ich mache mal hier noch saubere Zahlen draus und schon funktioniert das Ganze. Rechtecklöcher gibt es ebenso. Dazu deaktiviere ich jetzt einfach mal das Langloch und vielleicht auch die Bohrungen und gebe einfach mal hier ein Rechteckloch ein und das Ganze kann ich jetzt hier auch breiter ziehen. Ich kann das Ganze an den Rand beziehen und dann könnt ihr sozusagen euer Rechteckloch auch so erstellen. Wenn ich hier auf Resetten klicke, wird das Ganze wieder resettet. Ebenso gibt es auch Eckausschnitte. Da kann ich jetzt einfach, machen mal vier Stück hinzu. Wir müssen wieder entscheiden, ob im Gleitlager oder nicht. Wir können das Ganze resetten. Ich resette mal alles. Hier haben wir jetzt Position links unten ausgewählt. Machen wir noch links oben, rechts unten und wir können dann immer auswählen zwischen Eckausschnitt oder Eckschräge. Dazu schauen wir uns das Ganze mal hier links unten an. Wir zoomen mal daran, auch hier. Also jetzt haben wir hier den Eckausschnitt und jetzt machen wir eine Eckschräge draus. Auch hier hätten wir die Möglichkeit, das Ganze mit Griffen zu steuern oder hier mit den Eintragungen. Ja, und zu guter Letzt gehen wir jetzt noch in die komplexere Variante, in ein Gleitlager. Ich muss hier einmal aktualisieren, sonst werden die Daten nicht übermittelt. Was wir jetzt schon mal sehen, ist im Gleitlager haben wir hier vier Montagebohrungen und wir haben hier unser Gleitlager und darunter passt sich die Brandschutzmanschette automatisch an den Außenkonturen des Gleitlagers. Hier müssen wir dann nicht die Montage oder das Gleitlager selber angeben, die Manschette selber angeben in Breite und Höhe. Ja, auch hier können wir natürlich das Gleitlager hier abschrägen oder nicht. Hier und ja. Aber das deaktiviere ich jetzt mal. Diese Löcherangaben könnt ihr dann immer hier aufrufen. Ihr seht, es sind jetzt schon 8 Löcher, denn wir haben hier 4 Montagelöcher vorhanden. Und hier können wir das immer aktualisieren, aber es wird sowieso automatisch aktualisiert, wenn wir auf Schließen gehen würden. Gut, ich entferne mal die Eckschnitte, setze die auf 0, dass wir das Ganze ein bisschen schöner sehen. Ja, jetzt können wir vielleicht noch mal ein Langloch erstellen, das im Gleitlager seinen Platz findet. Jetzt sind wir noch im Lager, per Gleitlager sind wir jetzt hier. Der Referenzpunkt ist jetzt dieses Mal nicht dieser Punkt, sondern der Punkt vom Gleitlager aus und das Ganze können wir natürlich hier auch verschieben und wenn wir dann klicken, wird das Ganze auch ausgestanzt.
Ja, und ganz häufig ist es halt einfach so, dass im normalen Lager zwei Bohrungen drin vorhanden sind und im Gleitlager ist dann der Schlitz. Ja, ich habe es jetzt nicht so schön erstellt, aber ihr könnt das Ganze ja noch eintippen. Wir machen jetzt hier 0, 0 draus. Wir haben hier Montagelöcher und jetzt zu guter Letzt noch könnten wir sogar mit den Einstellungen eine Werkplantrennung hervorrufen. Das heißt, wir entfernen die Gleitplatte vom Lager und haben so die Möglichkeit, den Werkplan etwas schöner zu gestalten, dass wir hier alles schön sauber bemaßen können, wenn es mal wieder ein bisschen chaotischer ausschaut mit Löcher und Durchbohrungen. Und wenn wir damit zufrieden sind, mit unseren Einstellungen, können wir das Ganze natürlich wieder, halt, noch so, können wir das Ganze wieder abspeichern, unter einem Dateinamen speichern, schließen und dann können wir das Ganze natürlich auch auswerten. Ich kopiere das Ganze jetzt einfach mal hier und ihr seht, wie die Stückzahlen nach oben rasseln und hier haben wir hier die Beschreibung mit Verschiebung und. Ja, dann war es das jetzt auch. Vielleicht noch zu guter Letzt den neuen Report, der hier mitgeliefert wird. Unter Reports, Büro, Supports könnt ihr den neuen Report Mengenliste Version 11 vorfinden. Jetzt könnt ihr auch das Ganze einfach hier alles auswählen. Aufpassen, es ist ein neuer Report, aber ihr seht hier nichts, weil hier noch im Filter Subparts Kategorie Einbauteil eingestellt ist. Natürlich könnt ihr alle Einbauteile damit auswerten, aber wir switchen jetzt hier auf Montageteile und dann erscheinen auch die Elastomerlager. Hier auch mit der richtigen Stückzahl und so weiter und so fort. Und wenn wir hier auf Darstellung klicken, dann bekommen wir sogar noch die Bohrlöcher mit angegeben mit den jeweiligen Koordinaten. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Elastomerlagern, in dem Fall von Kallenberg. Und Video bitte liken, teilen und euren Kollegen weitererzählen, denn das nächste Fertigteilprojekt kommt bestimmt. Servus, ciao, euer Peter.